Moin, Wolfgang hier aus St. Peter-Ording vom schönsten Nordeuropas, einschließlich Spielwaren Mondkind. Ich habe ein sehr kooperatives Spiel für euch. Ihr seid zusammen ein Abenteuerteam und versucht dem König seine ursprüngliche Gestalt zurückzubringen, dem Löwen. Viel Spaß, so geht's. Im Jahr 2018 war das Spiel Magic Maze in der Auswahlliste zum Spiel des Jahres. Es ist dann nicht geworden, obwohl es durchaus verdient hätte. Aber aufgrund des Erfolges, das dieses Spiel trotzdem hatte, ist im Anschluss Magic Maze Kids herausgekommen. Und Magic Maze Kids ist wirklich richtig, richtig klasse. Es ist ein kooperatives Spiel. Es geht im Wesentlichen darum, den König zu retten. Der König wurde von einer Hexe verzaubert in einen Frosch. So ein Mist. Jetzt müssen wir versuchen, den König zu retten, indem wir einen Zaubertrank brauen. Wir brauchen dafür verschiedene Gegenstände, seien es mal Pilze, Orchideen, Phönixfedern, geheimnisvolle blaue Blumen oder Spinnennetze. Ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten gibt es da. Das hängt dann von der jeweiligen Rezeptur ab. Wie funktioniert das Spiel? Wir haben 4 Spielpläne, die dich langsam Stück für Stück immer mehr in das Spiel hineinbringen. Jeder Spielplan besteht aus einer Lernseite und einer Spielseite. Wir beginnen mit Plan 1. Das Besondere daran ist, wie ich schon sagte, es ist ein kooperatives Spiel. Das heißt, wir spielen nicht alle gegeneinander, sondern wir spielen miteinander. Wir sind ein Team. Jetzt hat jeder Spielplan einen Nordpfeil. Das ist dieser hier. Der Nordpfeil zeigt derzeit in meine Richtung. Hier gibt es 4 Spielkarten, die alle 4 Himmelsrichtungen zeigen. Die Karten werden gemischt und der eine Spieler bekommt 2, der andere Spieler bekommt ebenfalls 2 Karten. Jetzt mal kurz die Frage an die Kamera, ist das noch alles im Bild? Ist noch alles im Bild. Wunderbar. Die Karten richten wir entsprechend des Nordpfeils aus. Das heißt, der Spieler, der auf dieser Seite sitzt, wäre zuständig für die Richtung Süden und für die Richtung Westen. Der Spieler, der auf dieser Seite sitzt, also ich bin zuständig für Norden und Richtung Osten. Das hier ist die erste Aufgabe. Hier vorne ist sie genannt. Der Prinz, das ist dieser hier, steht an der Stelle. Und hier gilt es, einen Pilz zu bekommen. Jetzt spielen alle Spieler gleichzeitig, allerdings jeder nur in seinem Aufgabenbereich. Das heißt, damit der Prinz hier rüberkommt, muss er zuerst Richtung Westen laufen. Für Westen ist dieser Spieler zuständig. Er bewegt den Prinzen also in diese Richtung. Jetzt bin ich auf meiner Seite für Richtung Norden zuständig. Das heißt, ich bewege den Prinzen nach hier. Der nächste Spieler, das bin in dem Fall auch ich, bin Richtung Osten zuständig. Dieser Spieler bewegt den Prinzen Richtung Süden und Richtung Westen. Noch einmal Richtung Süden und ich muss letztendlich den Prinzen Richtung Osten bewegen, um den begehrten Pilz zu erlangen. Der kommt dann schon einmal in den Zaubertrank. Zweite Aufgabe. Der Prinz steht hier, die Prinzessin steht hier. Der Prinz soll das Spinnennetz besorgen. Das ist leider hier, hinter der Prinzessin. Und die Prinzessin soll sich laut Aufgabenbeschreibung um die Phönixfeder kümmern. Die ist hier. So. Jetzt geht's los. Allerdings steht hier noch eine kleine Bedingung. Die Spielfiguren dürfen nicht über andere Spielfiguren hüpfen. Oder sie müssen praktisch aneinander vorbei, nicht übereinander weg. Das bedeutet jetzt, wir müssen uns absprechen. Wir haben hier die Möglichkeit, dass eine der beiden Spielfiguren zur Seite oder ausweichen kann. Das heißt, wir würden jetzt sagen, beispielsweise der Prinz erstmal bis hier und dann geht er hier rüber, damit die Prinzessin an ihm vorbei kann. Weil sie muss ja zur Phönixjäger. Das bedeutet, ich auf meiner Seite bin Richtung Norden zuständig, bewege ihn in diese und in diese Richtung. Jetzt kommt mein Mitspieler, er bewegt den Prinz einmal Richtung Süden, ich bewege den Prinzen noch einmal Richtung Osten und mein Mitspieler bewegt ihn Richtung Süden. Jetzt ist der Prinz an der Seite, jetzt kann die Prinzessin vorbei. Das heißt, mein Mitspieler bewegt die Prinzessin Richtung Westen, ich Richtung Norden. Mein Mitspieler herum wieder Richtung Westen und Richtung Süden und ich einmal Richtung Osten. Damit haben wir die Phönixfeder für unseren Zaubertrank.
Jetzt komme ich mit dem Prinzen, indem ich ihn einmal Richtung Norden und einmal Richtung Westen bewege und dann Richtung Osten, Entschuldigung, und dann noch einmal Richtung Norden und das Spinnennetz dem Zaubertrank hinzufüge. Wir haben gelernt, wie wir die Figur durch gemeinschaftliche Arbeit über den Spielplan bewegen. Und wir haben gelernt, wie wir uns absprechen, um hier aneinander vorbeizukommen. Hier in der dritten Übungsaufgabe, Übungsaufgabe Nummer 3, soll dann die Prinzessin die Lotusblume erreichen. Dann nehmen wir eine Lotusblume, stecken die dorthin. Und hier ist jetzt der Unterschied halt, dass ich mehrere Möglichkeiten habe. Wir hatten hier, wie auch hier, nur jeweils einen vorgegebenen Weg. Hier habe ich mehrere Möglichkeiten. Das heißt, wir müssen etwas mehr miteinander kommunizieren. Wir müssen uns etwas mehr absprechen. Letztendlich muss durch die verschiedenen Richtungsvorgaben die Prinzessin bei der Lotusblume ankommen. Diese drei Übungen finden sich dann auf dem ersten Spielplan Abenteuer wieder. Ja, und das, was ihr jetzt auf der ersten Seite gelernt habt, könnt ihr auf der zweiten Seite, auf der Rückseite der Platte umsetzen. Hier ist immer ein Szenario gegeben, in dem verschiedenste Abenteuer gelöst werden können. Die Abenteuer werden definiert durch die entsprechenden Zauberbücher. Plan A, Zauberbuch A. Ich nehme zwei Zauberbücher heraus, lege sie hin und bekomme eine Rezeptur. Das heißt, erste Zauberbuch, die Prinzessin, die auf dieser Seite sich befindet, soll den Pilz besorgen. Und der Prinz, der sich hier befindet, den Fledermauskot. Ist das geschafft, sind die Zutaten dem Kessel hinzugefügt, kommt der zweite Teil. Nun soll der Prinz die Orchidee, das ist an dieser Stelle, organisieren und die Prinzessin die Phönixfeder, das ist hier drüben. Sind auch diese Zutaten organisiert und im Kessel hinzugefügt, wird das gut umgerührt und der Frosch damit übergossen. Der verwandelt sich selbstverständlich anschließend in den König. Es gibt insgesamt 4 Pläne, wie vorhin schon einmal erwähnt, und es wird pro Plan immer ein Teil der Spielregel hinzugefügt, der dann auf der darauffolgenden Spielseite in immer wieder neuen Spielzyklen umgesetzt werden kann. Bis zum Schluss auf der letzten Seite das Ganze dann auch noch unter Zeitdruck geschehen muss. Aber bis dahin ist eine Menge Zaubertrank durch den Kessel gegangen. Ich verspreche euch Begeisterung. Etwas schwieriger wird es sogar noch, wenn ihr nach jeder Aufgabe vielleicht sogar die Aufgaben tauscht, damit man sich nicht immer nur in eine Richtung bewegen kann. Viel Spaß dabei!